Hallo, ich bin Manfred. Ich sehe nicht nur super aus, ich bin auch noch total klug und ich erzähle so wahnsinnig gern. Also, ich bin zwar eine Stoffratte, aber ich kann sprechen. Logis, das hörst du ja. Und ich bin ab jetzt dein allerbester Freund. Da kannst du gar nichts gegen machen. Okay? Schubdi-dubi-dub, subdi-dubi-dub, Manni ist ein toller Typ. Die ganze Welt, die hat ihn lieb. Hallo. Na, mein kleiner Freund. Oder meine kleine Freundin. Wisst ihr was? Ich hab keinen Zahnweh mehr. Nein, juhu. Es ist, als könnte ich schreien. Oder wenn ich so ein dicker Piepmatz wäre, dann würde ich jetzt wegfliegen. Und so tanze ich lieber. Ich tanze. Ihr seht hier die kleine tanzende Ratte. Subdidubidu. Oh, echt, das war so genial. Ich war gestern beim Zahnarzt. Oh, ich hatte echt so einen Bammel. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Oh doch, ich glaube so, ne? Wenn ihr Zahnschmerzen habt. Und man ist ja ein Wrack, ne? Ja. Und ihr wisst ja, Tilly hat ja versprochen mitzukommen, das hat er dann auch gemacht. Und dann haben wir zusammen da gesessen und er hat meine Pfote gedrückt und der Zahnarzt war auch ganz nett. Der hat gesagt, du musst keine Angst haben, kleiner Manfred. Ich erzähle dir genau, was ich tue. Dann habe ich nur gedacht, oh, das will ich gar nicht so genau wissen. Eieiei, und als er mit diesem Bohrer auf mich los... Da habe ich schon an Flucht gedacht, ihr Lieben, habe ich schon gemacht. Aber dann hat Tilly mit seiner sanften Psychostimme, hat er mir dann erzählt, also stell dir vor, du liegst jetzt im Sand und deine Zehen, die wühlen sich in den warmen Sand und in der Ferne ackert dieses Segelboot vorbei und das verschwindet in der Ferne und zwischen nur dieser Zahn. Arzt mit seinem Bohrer, Leute, ich bin fast gestorben. Aber die Wellen, die sind jetzt an deinen Pfoten. Und hei, also es war so irgendwie verwirrend. Ich habe auf der einen Seite, habe ich immer ganz eifrig versucht, ganz tapfer an diesen komischen Sand und die Nordsee und ich weiß nicht, was zu denken. Aber dazwischen dieses Geräusch, Leute. Also so laut konnten meine Wellen gar nicht werden, um diesen Scheiß dazu. Entschuldigung, ich weiß, ich soll das nicht sagen. Aber das war wirklich... Aber, Leute, plötzlich war der Zahnschmerz weg. Und euer Manni wie neu. Oh, seitdem gucke ich mich ständig im Spiegel an. Man kann nichts mehr sehen. Der hat erst gebohrt und dann hat er da sowas raufgeschmiert. Und dann hat er da so rumgespachtelt und dann hat er sich immer wieder sein Kunstwerk angeguckt. Und ich habe immer gedacht, hallo, ich bin's, euer Manfred. Ich bin das Größte hier. Guck mich an. Nee, der hat immer nur meinen Zahn angeguckt. Und nachher war er ganz happy und hat gesagt, ich hätte den hübschesten Schneidezahn, den er je gesehen hat. Ja, da war ich dann natürlich auch wieder ganz happy. Ja, das war also der Besuch beim Zahnarzt. Und dann sind wir raus und dann hat mich Tilly so überrascht. Ja, der hat gesagt, weißt du was? Weil du so tapfer warst, gehen wir beide auf den Dom. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Also wir sagen Dom dazu. Aber du kennst das vielleicht auch unter Jahrmarkt oder unter Rummel oder sowas, weißt du? Wo ganz viele Karussells sind und wo man so lauter lustige Dinge essen kann, Zuckerwatte und sowas. Ne? Aber ich war ganz, ich muss dazu sagen, ich war ganz, ganz eisern. Keinen Zuckerapfel. Keine Zuckerwatte. Ich habe eine Seeleberbanane gegessen, weil Seeleberbanane ist ja Banane, ne Obst. Außerdem in der Schokolade ist Kakao dran und der wächst auf Bäumen. Das ist also dann vom Baum noch dazu. Das heißt, Seeleberbananen sind Doppelobst. Das habe ich mir gegönnt. Aber ansonsten bin ich ganz eisern gewesen. Und ist Tilly mit mir so über den Rummel. Oh, und das war ganz lustig. Und dann haben wir geguckt. Und das ist so bunt da gewesen. Da fing es ja auch so langsam an, abends zu werden. Und die Lichter leuchteten. Und du hörst die Kinder schreien und so. Und dann habe ich mir überlegt, was machen wir jetzt? Und dann war da so eine Bude. Da konnte man sich dann verkleiden. Und dann haben die Fotos gemacht.
Leute, ich habe mich slapp gelacht. Ich mit Hilde da rein. Und dann haben wir geguckt und ich wollte unbedingt Sheriff sein. Und dann habe ich mich angezogen, weißt du, so mit dem Sheriff-Stern und mit einer kleinen Weste und Stiefel mit so einem Rad hinten dran, weißt du, die so klappern, wenn man dann geht. Und so einen Hut auf und einen Revolver. Der war ein bisschen groß für mich, der ist mir mal aus den Flossen gefallen, aber das macht nichts. Den habe ich dann hinter mir hergezogen und dann kam Tilly raus aus seinem Umkleidekabine. Leute, ich habe mich schlapp gelacht. Dann hat er sich verkleidet, Tilly hatte sich als Indianer verkleidet, mit einer Perücke drauf. so eine dunkle Perücke und da hatte er oben wieder Haare und Zöpfe, was er hat ja sonst eine Glatze und auf einmal war da wieder Haar. Oh, ich habe so gelacht, so, und dann hatte er so ein Lederkostüm an und so ein Hammer in der Hand. Ich sage, was ist denn mit dem Hammer? Möchtest du hier ein bisschen handwerkern oder was hast du vor? Nein, hat Tilly gesagt, das ist ein Tomahawk. Heißt das, glaube ich, ein Tomahawk. Damit waren die Indianer früher unterwegs und haben dann auf Büffel eingehauen. Ganz toll, oh, das war lustig. Ja, und dann haben wir beide da so gestanden und dann hat der Fotograf von uns so ein altes Bild gemacht. Du weißt, also so ein Bild, was so aussieht, wie das, als wenn das ganz alt wäre. Das war so toll. Das hat so viel Spaß gemacht. Naja, und dann sind wir noch so rüber und dann haben wir noch ein bisschen was so gegessen, ein klein bisschen fotografiert. Ich war ja ein bisschen traurig, weil ich traue mich ja nicht. Diese Achterbahn und so, das ist, ich habe immer Angst, ich fliege da nur um den Bogen raus und auch Kettenkarussell und diese Walzerbahn und was es da alles gibt, habe ich doch ein bisschen Angst vor. Aber das macht nichts, denn ich habe mich so amüsiert und wir hatten so viel Spaß. Das war so toll und deshalb bin ich so richtig happy, weißt du? Soop-di-doop-di-doop, Manni ist ein doller Typ. Da, da, di, da, di, da, di. Die ganze Welt, die hat ihn lieb. Da, da, soop-di-doop, doop-di-doop-di-doop, da, da, di, da, di, da, di. Manfred! Du bist ja gut drauf, sag mal. Ja. Ja, ist mal was los. Ich habe den Zahnarzt, den habe ich gebracht. Ja, hast du. Guck mal, siehst du meinen Vorderzahn? Oh, der sieht so schön aus. Ja. Der sieht so glänzend aus. Ja, der war noch nie so schön wie heute. Ja, hat der Zahnarzt ja auch gesagt. Ne? Ja. Der schönste Schneidezahn, der je gesehen hat. Ja. Und ich muss sagen, ich bin auch ganz stolz auf dich. Ja. Ja. Du hast das super tapfer gemacht. Bist du auch ein bisschen stolz auf dich? Ja. Ja, ja. Deswegen bist du auch gut drauf. Ja, ne? Yeah, ich kann die ganze Zeit hier singen. Ja, und so. Und hinterher noch auf den Dom dann gegangen. Weißt du, das war so komisch, als das vorbei war. Das war, als ob du so, ich weiß nicht, als ob ich so Steine irgendwie so auf der Brust gehabt habe. Genau. Und die waren plopf einfach ja, weg. Ja, ja. Das sagt man auch so, ne? Da ist ja ein Stein vom Herzen gefallen. So ja, sagt das sagt man, ne? Ich wusste immer nichts damit anzufangen, aber das stimmt. Und das ist schön. Ja. Und dieses Gefühl, dass du dich überwunden hast, dass du deine Angst überwunden hast und da mit mir zusammen hingegangen bist und du bist tapfer da auf dem Stuhl gewesen, bist nicht weggelaufen, hast den Zahnarzt nicht gebissen, hast du alles nicht gemacht. Da fand ich mich sehr tapfer. Da warst du sehr tapfer. Habe ich ihm ja auch gesagt, wenn er ganz lieb zu mir ist, beiß ich ihn nicht. So, und das hast du auch nicht gemacht. Da hat er sehr gelacht übrigens. Warum hat er gelacht? Ja, weil das ist ein freundlicher Mensch. Weißt du, der freut sich dann ja, auch. Ich dachte, dass er hat gelacht, weil er mich nicht ernst genommen hat. Nein. Aber er hat mich so lieb gestreichelt. Genau. Und dann hat er gesagt, dass ich was ganz Besonderes wäre. Bist du ja auch. Ja. Wichtig ist, dieses Gefühl, dass du das jetzt überwunden hast, das machst du total richtig, das feierst du jetzt. Ja, da hast du Spaß, da singst du, da tanzt du, da machst du, erinnerst dich auch mal, erzählst es auch jedem. Das kannst du auch gerne machen, weil, Manni, immer, wenn man eine Angst überwunden hat, dann wird man innerlich stärker, dann wird man mutiger, dann bekommt man etwas, das nennen wir Psychologen, ein höheres Selbstwertgefühl. Also du als Manni, du selbst, dein Wert wird dadurch höher. Du findest dich noch toller und noch besser, als du sowieso schon bist. 3,50 €. Na, jetzt schaust du schon auf 5 € mindestens. Das heißt, das hat nichts mit Geld zu tun, ne? Das ist der innere Wert, das ist so. Ja. Weißt du, es gibt Menschen, die fühlen sich innen drin ganz klein und ganz schwach und die trauen sich auch nichts zu. Die würden zum Beispiel nicht zum Zahnarzt gehen oder würden nicht auf den Dom gehen. Ja. Die haben ein niedriges Selbstwertgefühl. Ja. Und dann gibt es,
ne, hatten wie du oder auch andere, die eben sagen, ah, ich bin das wert, ich schaffe das schon, ich hole mir vielleicht auch Hilfe und Unterstützung und dann schaffe ich eigentlich alles, was ich will. Ja. Die haben dann ein hohes Selbstwertgefühl. Ja, also vor allen Dingen hinterher, wenn man es geschafft hat. Ganz genau. Sagt, und da muss man sich dann auch auf die Schulter klopfen und sagen, hast du gut gemacht. Und, Manni, dein, das nächste Mal, wenn irgendetwas ist, wo du sagst, da habe ich schon ein bisschen Bammel vor, aber ich versuche es mal oder ich versuche es erst mal mit Hilfe, dann wirst du dich dieser Angst stellen und nochmal jedes Mal, wenn du eine Angst überwunden hast, fühlst du dich genauso wie jetzt und du wirst eben innerlich stärker. Yeah. Das ist toll. Wenn es dir mal nicht so gut geht, dann kannst du sagen, ja, aber ich habe schon vieles, vieles erlebt und überstanden und das werde ich jetzt auch überstehen. Ja, yeah, das ist eine gute Idee, weißt du, Paul, der fährt nämlich so toll auf seinem Skateboard und das möchte ich auch immer gerne ausprobieren, aber ich habe mich bis jetzt nicht getraut. Man macht ja Sachen und das ist auch wichtig, also jetzt nicht einfach so drauf losgehen oder irgendwas machen, was gefährlich werden wird. Das jetzt nicht, sondern sich langsam antasten, sich langsam daran nähern und dann sagen, okay, das schaffe ich jetzt, da fühle ich mich wohl, jetzt gehe ich vielleicht den nächsten Schritt. Yeah. Weißt du noch, wie wir damals, das weiß ich, werde ich nie vergessen, als du noch kleiner warst, konntest du so ungern, wolltest du nicht rutschen. Also wolltest schon, aber hast dich nicht getraut, diese Treppe zur Rutsche hochzugehen. Ne? Yeah. Und weißt du noch, wie wir das gemacht haben? Nein. Ja, Stück für Stück. Ich habe dich erst ein bisschen an die Hand genommen, dann bist du eine Stufe höher und noch eine Stufe höher. Und Stück für Stück bist du eine Stufe nach der anderen nach oben gegangen und dann bist du von oben runtergerutscht. So. Aber das ist doch ganz einfach, so ganz leicht. Ja, wenn man es geschafft hat. Das macht total Spaß. Genau. Ja, das konnte ich früher nicht. Nee, das konntest du früher nicht. Hattest du auch ein bisschen. Da kann ich das ist vollkommen in Ordnung. Angst ist auch manchmal wichtig, weil die sagt, da glaube ich nicht, ob du das schaffst, weiß ich nicht. Sei vorsichtig, hol dir vielleicht Hilfe. Und wenn du zu doll Angst hast, dann musst du bestimmte Sachen auch nicht machen. So. Ja. Also Angst ist auch, hat auch manchmal den Sinn, dich vor Gefahren zu beschützen. Ja. Ja. Also achte da immer drauf. Ja, das habe ich auch. Okay. Weil Paul hat gesagt, fahr doch einfach los. Und dann habe ich mir das angeguckt. Und das ist ja so ein großes Skateboard. Und das ist für mich zu groß. Nee. Und jetzt, ich möchte ein kleineres haben. Ganz genau. Und dann fängst du mit dem kleineren an. Ja. Und vielleicht kann dir Paul auch dabei helfen bei den ersten Schritten. Und dann irgendwann, du wirst ja größer, dann kriegst du vielleicht auch mal ein größeres Skateboard. Ja, genau. Das heißt, man überwindet seine Angst, indem man Schritt für Schritt sich immer mehr zutraut. Aber, Manni, ne, im vernünftigen Rahmen. Ja, das hört sich bei dir immer alles so vernünftig an. Das ist so. Ich bin manchmal auch gerne nicht so vernünftig. Ja, aber dann gibt es dann eben wieder dieses, ne, dann ist Annika da oder ich bin dann da. Und dann müssen wir dich manchmal ein bisschen auch zurückhalten. Oder wir müssen dir Mut machen. Ja, mach mal Mut. Ich mach mal Mut. Super, mach mal Mut. Ich denke mal, Manni, ich könnte mit dir zusammen nochmal im Traum auf den Dom gehen, auf den Jahrmarkt gehen. Oh, das war toll. Fandst du das nicht auch toll? Und ich finde das so schön, das Bild von uns beiden. Da hat, ja, da hat ich als Indianer, ne? Ja, und ich als Sheriff, das hast du gerahmt. Und das steht jetzt das auch bei mir. Jetzt auch, genau, als Erinnerung, dass du etwas geschafft hast. Ja. Und ich mache jetzt mal eine kleine Traumreise mit dir auf den Dom, wo du aber auch etwas schaffen wirst, was du dich vorher noch nicht so richtig getraut hast. Okay, mach mal. Ja, okay. Gehst wieder auf deinen Entspannungssofa? Ja, ich gehe wieder auf mein Sofa. Ja, mach mal. Wunderbar. Ja, das. So habe ich das. So, du warst erstmal gucken, dass du richtig schön bequem liegst. Ja. So. Hier liegt noch ein Buch. Was ist das? Okay, denn? Ich nehme das mal weg. Warte mal. So. Okay. So, oh, das ist guck bequem. Noch mal, ob du wirklich. Guck noch mal, nimm noch mal deine Pfötchen und dein Kopf. Ist alles in Ordnung? Ja. Ja? Okay. Oh, das ist sehr gemütlich, weißt du das? Wenn ich hier liege, dann schlafe ich mal so ein. Und nee, ich, jetzt musst du aber erstmal jetzt kommst zuhören. Du gleich mit deiner Säuselstimme durch. Ja, ne? Okay, stell dir vor, es ist ja jetzt auch schon wärmer geworden, Manni. Also, wir haben jetzt einen richtig schönen Sommertag, ja? Ja. Und die Sonne, die scheint so, dass es ganz angenehm für dich ist. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Und du hast dich jetzt entschieden,
mit Annika, mit mir und mit deinen besten Freunden einfach mal einen Spaziergang über den Jahrmarkt zu machen, über den Dom. Und dann gehen wir auch zusammen los und noch bevor du überhaupt den Jahrmarkt gesehen hast, da hörst du den, du hörst schon die Geräusche, ja. Du hörst die Leute und du, ja, hörst das Lachen, ja, und du hörst das Klingeln vom Karussell und du riechst auch schon diesen Geruch von gebrannten Mandeln, von Würstchen, vielleicht auch von Zuckerwatte. Ja, die darf ich nicht mehr, aber ein Würstchen. Aber ein Würstchen dürftest du. Ja. Und du hörst die vielen Kinder, die lachen. Ja. Die laute, die lustige Musik. Ja. Und jetzt kommen wir mal näher zu dem Dom. Ja. Und dann siehst du die ganzen vielen bunten Lichter. Ja. Und die schön geschmückten Buden. Und das ist so richtig tolle Atmosphäre. Ja. Und dann wandert ihr so über den Dom und dann siehst du dieses schöne, tolle Kettenkarussell. Das große, ne? Das große. Weißt du, wo an Ketten sind ja da so kleine Sitzkörbe befestigt und dann bewegt sie das Karussell und du kannst sie in das Körbchen reinsetzen und dann fliegst du eigentlich. Das ist wie, ja, die gehen so nach außen. Die gehen so nach außen. Oh, da habe ich immer Angst vor. Ja, aber irgendwie sagst du, ach Mensch, die Kinder, wenn ich die so sehe, da im Kinderkarussell, die lachen dich an, die winken dir zu. Ja, die haben so einen Spaß. Ja, und du lächelst zurück und du winkst ihnen auch zu und du freust dich. Und dann bleibt das Karussell ganz langsam stehen. Und direkt vor dir steigt ein kleiner Junge aus und fragt dich, willst du auch, das macht Spaß. Ah, und du denkst, ja, ich möchte ja eigentlich schon, aber irgendwie traue ich mich nicht. Aber dann kommt Annika und dann kommt mich und dann kommt auch dein bester Freund Paul und wir sagen zu dir, komm Manni, das schaffst du. Ja. Paul fährt mit, ich bleib unten stehen, ich wink dir zu und ich pass auf, das kriegst du schon hin. Ja, denkst du aber, wenn ich Angst bekomme oder wir mit schlecht, dann hält das ja nicht so gleich an. Aber dann sagst du dir, egal, ich probiere es jetzt. Ja. Die sind alle da, die passen auf mich auf. Und ich mache es jetzt einfach. Ja, weil ich wollte es immer so, das sieht genau so toll aus. Und dann ist es so, dass ich dich dann in dieses Körbchen reinsetze. Da bist du auch schön gesichert, dass du nicht rausfallen kannst. Dann hältst du dich an den Ketten mit beiden Pfötchen fest und dann guckst du und ich weiß nicht. Und dann geht die Glocke an und das Karussell setzt sich ganz langsam in Bewegung. Ganz langsam. Paul, ich will raus hier. Nein, und Paul sagt, ach Manni, komm, ich bin da, das macht Spaß, du wirst sehen. Yeah, das ist, guck einfach mal, guck da vorne, guck mich an. Ja, Paul, Manni, ja, hallo. Guck mal, so, und ich fasse dich auch an. Oh. Und wir beide und das Karussell, ganz langsam wird es immer schneller. Oh. Und du spürst den Wind. Ja. Yeah. Und du siehst die Leute und die Leute werden auch plötzlich so ein bisschen kleiner, weil du bewegst dich auch ein bisschen höher. Ja. Und dann fängst du an, plötzlich richtig Spaß zu haben. Ja, du genießt das. Du juchzt und du lachst und du schreist. Ich fliege. Ich fliege. Hallo Tilly, hallo Annika. Ich fliege. Oh, ist das schön. Und noch eine Runde. Und noch eine Runde. Dann lässt du plötzlich die Pfoten los, die Ketten. Und dann machst du die Arme breit. Und du denkst, oh, und schreist, ich bin wie ein Vogel. Und du hast keine Angst mehr. Du hast nur noch Spaß und Freude. Und Paul lacht auch. Und du lachst auch. Und dann siehst du Annika und mich unten und du winkst uns zu und wir lachen zurück und winken dir zurück. Und du hast das Gefühl, das könnte ständig so gehen. Oh, ist das toll. Genießt du das und du merkst, die Angst wird überhaupt ist gar nicht mehr da. Die wird immer kleiner,
immer kleiner. Und dann merkst du, das Karussell wird langsamer und langsamer und langsamer. Und jetzt ganz sanfte hält es an und du freust dich und du spürst die Freude von oben bis unten und du lachst und du freust dich und du gibst Paul die Hand und du rennst zu Annika und zu mir und umarmst uns und bist so stolz, dass du das geschafft hast. Und du lächelst noch Tage später immer automatisch, wenn du dich an das Karussell erinnerst und du weißt, du kannst ganz viel schaffen und ganz viel erleben, wenn du ein bisschen Mut aufbringst, wenn dir jemand zur Seite steht und wenn du dich deinen Ängsten ausstellst. So. Und dieses Gefühl von Stolz, von Glück, aber auch von Ruhe und von Schwere und von Wärme, das macht sich auch jetzt in dir breit. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt einfach dich weiter ausruhen und in Ruhe genießen, was du erlebt hast. Und jetzt bleibst du einfach hier liegen. Mm-hmm.